Herzlich willkommen. Prügelspiel von Sega, Dark Age. Ist ein Arcade-Titel. Ist 3D-mäßig das Ding, aber nutzt kein Polygon, sondern das von Sega, wie heißt das nochmal? Oh Gott, ja, irgendwie so Sprite-Technik, was die machen halt damit vergrößern. Ihr seht es ja gerade hier. Da. Bin mal gespannt, wie das Ding ist. Also irgendwie, glaube ich, wenn ich mich so angucke da, werde ich mich ziemlich scheiße dabei anstellen, weil ich da Probleme kriegen würde halt, wo bin ich, was bin ich und überhaupt, und wenn ja, wie viele. Also irgendwie von der Optik, schätze ich mal, wird es ein bisschen problematisch bei mir werden. Gucken wir uns mal an, vielleicht ist das Ding auch ganz nice, aber irgendwie stehe ich jetzt schon von Anfang an der ganzen Sache ein bisschen kritisch gegenüber. Okay, hauen wir mal ein paar Coins drin. So, kann ich mir den aussuchen? Wir nehmen jetzt ihn hier mal. Gibt es bei dem Spiel auch einen Ton? Irgendwie wohl nicht. Doch, gibt einen Ton. Ne? Also, okay. Ja, wer bin ich jetzt? So, warte mal, wer bin ich überhaupt? Ich bin der Grüne oder was jetzt? Hä? Och. Also es ist jetzt wirklich vom Spiel her so, wie ich es mir gedacht habe. Also mit dem Boden, das sieht ganz cool aus, wie sie die macht, mit der Spiegelung da drin, aber... totale Probleme, mich im Raum zu orientieren. Totale. Also die Geschwindigkeit finde ich faszinierend von dem Ding. Aber... das ist ein Beat'em'up, was davon lebt irgendwie. Warte mal, immer, ja, ist okay. Von der Grafik. Und die ist damals bestimmt ganz gut angekommen auf dem Arcade. Aber der sieht ja total bescheuert aus jetzt hier. Dieser Darth Vader in Gold, Bronze. Also wie immer, ich mache jetzt hier bloß Button-Mashing, verstehe ich nicht nur, weil ich hier tue jetzt gerade. Also grafisch hätte es mir damals bestimmt gejuckt, das Ding mal im Arcade zu spielen. Aber ich hätte dann relativ schnell wieder gesagt, nee, danke, ist nicht meins, weil... irgendwie... ey, ich habe wirklich Probleme, das auf eine Reihe zu kriegen, wo ich im Raum bin und... ich weiß, das ist bestimmt jammern auf hohem Niveau. Natürlich kommt das ganz cool rüber. Okay, mit dem Charakter fällt mir jetzt hier so dolle, wie sie ihn gemacht haben. Die entscheidende Runde.
ist dann diese Blind, der spielen, Falken kloppen hier dann, wenn der andere vor dir steht. Ja, schwer. Die Charaktere sehen gut aus von der Grafik, also die Technik, was Sega da nochmal gefällt mir besser als diese Kack-Polygone, was sie damals in der Zeit mehr so hatten. Aber ist halt nicht so gut spielbar, finde ich. Oh nee, so ein bisschen hat sie nur gehabt. Okay, nächste Runde. Kennt das Spiel einer von euch? Hat das mal einer irgendwie mal gespielt gehabt? Also bis zum heutigen Tag kannte ich dieses Ding nicht. Der Charakter ist der Gegner, sieht auch ein bisschen blöd aus, finde ich irgendwie. Und nicht so schön wie der Darth Vader, dieser Goldene da, oder da sein sollte, dieser Verschnitt. I'm loose. Nummer 7? Ja, komm. Da ist auch schöne Animation drin. Das ging jetzt ein bisschen flott. Okay. Aua. So geht man doch nicht mit einer Lady um. Spielt ihn jetzt mal auch hier. Goliath gegen Goliath. Kann es sein, dass ich mich ziemlich blöd anstelle und scheiße spiele mal wieder? Ich
Meine Spring nochmal, wie war denn nochmal Spring gewesen? Schon wieder kaputt. Ah, gut. Reicht. Ist nett, aber irgendwie, ich finde es schlecht spielbar. Die Grafik gefällt mir wirklich ganz gut. Wann ist ein Ding eigentlich schon rausgekommen? 93. Ja. Also ist ganz nice. Gibt es ja irgendwie hier, wo ich gerade auf der Seite drauf bin, irgendwie, wie es das Rating war oder sowas. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. So. Steht hier irgendwas? Nö. Okay, hier steht irgendwie drin, im MAME ist es halt nicht komplett emuliert. Irgendwie. Kann dann durchaus sein, dass es dann wirklich der Original-Arcade besser war. Also wie ich hier sehe, gab es das auf keiner anderen Plattform dann irgendwie. Aber belehrt mich immer gerne eines Besseren. Falls das Ding irgendwie rausgekommen ist auf einer anderen Plattform mal, könnte man sich echt überlegen. Mal hier mal der Seite nochmal gucken. Nö, steht auch nichts drin irgendwie. Nö. Okay. Ich hoffe, hat euch wieder Spaß gemacht. Abo und Like nicht vergessen. Ist immer schön sowas. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Olli.